Uff, ich bin völlig überlastet. Das ist mein Lot seit der letzten Beschwöraufnahme. Und ja, es macht richtig viel Spaß, mit dem Beschwör zu leveln. Vor allem jetzt noch. Ich habe mir ein bisschen anders geplant jetzt mit dem Beschwör. Da er eher jetzt der Leveling-Charakter ist, werde ich mit dem Jäger mal ein bisschen weitermachen. Und den Beschwörer nebenbei leveln. Und auch viel leveln. Dann können wir dann, wenn er groß ist, auch viel besser ihn zeigen. Ich möchte einfach die Quests mit ihm jetzt noch nicht machen. Ich werde alle Ringe und so vom Barbaren rüber tauschen. Und der Rest brauchen wir eigentlich nicht. So. 19.000, sehr schöne Ausbeute. Ich weiß jetzt nicht, ob die Be des Eises. Ich will den verkaufen. Den möchte ich behalten. 17. Der ist schwächer. Ja, den da. Und ist der normal? Nein, der ist nicht normal. Gut. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Geld. So. Ja. Ich zeige jetzt euch noch kurz ein bisschen, was ich jetzt gerade leveln. Nicht leveln, farme. Ich will kurz schauen, was die Bienen da oben sind. Die sind wahrscheinlich noch gelb oder orange. Die geben aber nicht so guten Loot. Rot sind die sogar noch. Okay, nein. Die werde ich da nicht looten. Da, die großen Taranteln, die greife ich an. Das ist jetzt eigentlich momentan die einzige Klasse, die überhaupt Items abwirft. Und das recht viel, ihr habt es ja gesehen. Und alles andere bringt es eigentlich nicht. So. Dann fangen wir hier hinten an. Ich beschwöre einfach den Dämonen die ganze Zeit. Und der macht den Rest. Und wenn er gerade nicht zur Verfügung ist, nehme ich eigentlich diese Imps. Und die gigantischen Tarantel machen nicht weiter. So, also die besiege ich nicht. Also weil ich es jetzt gerade vergessen hatte, heiße ich euch noch willkommen zurück. Und ja, ich freue mich riesig, dass ich den Barbaren da bald helfen kann, weil der ist momentan am gelbe und orange kloppen, weil die normalen Feinde es nicht so, also es gibt nur Schlangen als Dingfeinde, die also Mobs, die blau sind. Ah. Und ja, deshalb kann ich da nicht so gut leveln. Also gelbe, das ist man recht schnell ausgenockt. Also ja, hat schon Wunden und kann dann nicht neu angreifen. Und bei den gelben, die sind meistens sehr stark. Aber zum Beispiel die orangen, Meister, Goldar, die sind recht schwach, aber da mache ich nicht so viel Damage an ihnen. Und andere sind recht stark, also zum Beispiel die Aquantis, die im Strand sind, die sind recht stark halt, haben viel Angriff. Ja. Also aber eben mit dem Beschwör kann man viel besser farmen. Dann werde ich dann das machen. Deshalb tue ich ihn jetzt recht oft zum Farmen einsetzen. So, hier können wir auch mal mit dem Ding angreifen, mit dem Stab. Weil hier in der Nähe ist gerade keine. Da ist die nächste Tarantel wieder. Keine Items? Komisch. Jetzt haben wir gerade ein bisschen ein Item-Ding, das ist schlecht zum zeigen. Aber ja. Wie viel Damage macht er mir? 94 macht er gerade. Okay. Ja, die sind jetzt noch sehr einfach. So, bis das erste Item droppt. Mal schauen, was das.
für ein Item ist. Ja, jetzt. Geschnitzter Stab, das wäre jetzt sehr gut. In. Stumpfer Schaden. Ist jetzt nicht so gut ins Level für Level 10. Ja. So, den Stein hier hinten nehmen wir nochmal mit kurz. So, ist gut. Also, dann sehen wir uns dann später wieder. Vielleicht beim Barbar, beim Jäger. Oder hier wieder. Und ich bedanke mich schon mal fürs Schauen. 5 Magnanitsteine. Sehr schön. Also. Ja. Besuch kommt. Also, tschüss. So, ich bin hier drüben jetzt beim Jäger. Und jetzt machen wir ein paar Quests. Ja, 3 Skelett Staub. Was ist das? Skelett Staub von uraltem Skelett. Gut. Und müssen noch 12 töten. Okay. Ich hoffe, hier sind genug. Das sind jetzt normale Skelette. Oh. Da unten sind noch mehr. Okay. So, ich habe danach noch ein paar Bögen vom Magier gefarmt. Für den Jäger. Und ja. So ein bisschen momentan aus der Puste, aber es geht. Ja, ich finde es richtig toll, dass momentan, ich habe wieder vorher gerade kurz nachgeschaut, recht viel Aufrufe kommen und das sieht man, ja, dass Regnum doch nicht ausgestorben ist und die Spieler auch Bock haben. Dankeschön dafür für alle. Und auch wenn ihr nicht liked, also Like gibt es richtig viele, Dankeschön dafür. Aber wenn ihr auch nicht liked oder einfach nur zuschaut, es hilft mir schon recht viel weiter und ja, wenn ihr mal Bock habt, ihr dürft gerne für mich ein bisschen die Arbeit machen oder so. Ich sage jetzt nicht, es ist blöd, es ist anstrengend oder so, einfach ein bisschen farmen. Und ja, mich mal Bescheid sagen, Max Mustrago. Und ja. Ich bin jetzt momentan dran, Jäger auch hoch zu tanken, dann können wir mit dem Jäger schon mal Fortschlachten machen. Sind dann halt immer unsichtbar oder so. Aber dann haben wir immerhin etwas zu tun, was spannender ist, damit ja ihr auch mehr Spaß habt und so. Es wird relativ schnell gehen, denke ich mal. So lange wird es nicht gehen. Also mit dem Barbaren habe ich einen nur ungefähr 7 Tage gelevelt bis 36. Und seitdem ist es halt wieder ein bisschen zurückgegangen. Also momentan ungefähr 3 Level, 1 Level. 3 Tage, 1 Level, meine ich. Jo, also ich freue mich riesig auf die Community, die kommt. Und ich sehe es auch, die kommt langsam. Es ist natürlich, man muss sich die Fans halt zuerst erarbeiten, das ist klar. Aber ich hatte schon viel schwerere Zeiten. Also so 2013, 2014 war recht öde für mich als YouTuber. Hab dadurch auch nicht jeden Tag Videos gebracht oder längere Pausen gemacht. Und das muss ich jetzt nicht mal mehr. Also ich habe auch nicht mehr so ein abschweifendes Gefühl. Als würde ich irgendwas falsch machen und so, das habe ich gar nicht mehr und das finde ich toll. So, da, oh, das ist ein guter Stab, den tue ich dann drüber. Ja, hier. Oder hier. Ich mache mal bei 3. Gut, dann haben wir jetzt 2 Quests auf einmal gemacht. Gigantische Trantel kommen jetzt dran. Ich weiß einfach nicht. Ah, da ist eine. So, Spinny. Du hast noch volles Leben. Du musst ein bisschen stärker werden, damit die Monster dich angreifen. Hat irgendwie keinen Bock. Ah, jetzt hier hat's genug. Gigantische Taranteln.
finde frech, dass dieser verstrickte Pfeil so nutzlos ist. Er macht schon genug Schaden, aber die Verlangsamung bringt eigentlich nicht viel. So, jetzt aber. Aber sie greifen immer mich an, sondern die Spinne. Also bald haben wir aber dann ein besseres Pet. Jetzt momentan ist es halt nur sehr leicht, sehr einfach, vor allem. Und jetzt hat sich gerade alles verändert. Die ganze Stimmung ist gekippt. So eine Frechheit. So. Noch eine. Das schaffen wir. Schieß. Schieß. Ah, nicht genug, Mann. Ja, sag's mir doch das. Gut, also. Jetzt. Gehen wir nach oben in die Stadt. Und ja, Level Up haben wir schon. Gut, dann gehen wir kurz zum Skill-Trainer noch. Ja, der geht jetzt relativ schnell. Also ich bin ja jetzt langsam erfahren in diesem Game wieder. Und kann ungefähr schnell nach oben kommen. Da muss ich dann nicht vergessen, dann die Goblins anzugreifen für Items. Und nicht zu questen dann. Weil die Quests dann sowieso mit Level 36 aufhören. Kann ich noch die ein bisschen aufsparen. Mesquito. Okay. Das ist ein Betrüger, der hat grüne Klamotten. So, und hier drinnen. Scheinbar. Nö, was ist denn das für eine? Kräuterkundiger. Oder Kräuterkenner, ja, ja. Blöde Besetzungen. Ich weiß jetzt nicht genau, wo ich hier muss. Hin muss. Natürliche Waffen. Gebt Gift seinen Tobins Rockhand, der ist aber nicht hier. Da ist das mit dem Regal. So, jetzt haben wir das auch. Vielleicht ist er hier drin. Ja. Aha. Okay. So, Dille. Machen wir wieder hier auf Reittier. Umsatteln. Da abgeben. Aber hier muss... Ah, hier rein. Gut. So. Auch wieder ein bisschen mehr Erfahrung. Hier auch abgeben. Gut. Schön, dass es so schnell geht. Ja. Wir müssen hier noch gezähmte Bestien. Ah. Wollen wir eine Kojote? Also eine Hyäne? So, ich möchte noch mehr trainieren. Wilder Geist. Bewegungsgeschwindigkeit. Passiv. Das ist nett. Aber sonst haben wir leider nichts mehr. Zum Skillen. Gut. So, hier haben wir auch die Quest abgegeben. Hm. Da vorne ist noch eine. Da müssen wir wieder Quests annehmen. Wir haben keine mehr. Wir haben alle Quests miteinander abgeschlossen. Quest beendet, Quest beendet, Quest beendet. Steht im Start. Chatlog. Das ist gut. Gargul. Okay. Okay, da drüben haben wir noch einen zum Ansprechen. Mhm. Die ansprechen. Ah, die hat eine Quest. Also. Ja, noch eine. Ah nein, das ist eine andere. Die wir ja nicht abschließen können. Da vorne ist noch eine. Gut. Eine Lichtkeule. Richtung Bergarena müssen wir auch noch. Ah, hier drüben ist die Sprechblase, genau dort. Okay, da müssen wir noch anmachen. So. Jetzt haben wir vier, dann nehmen wir die Quest noch an.
Gargul, Hyänenfell. Ich weiß jetzt nicht, was eine Bestie ist, aber sollten wir nicht einen Gargul nehmen, wenn das eine Bestie ist? Gehen wir mal zu den Gargoyles runter. Jo. So. Zwei Beschis, drei Bogis, ein Barb, danke. Bringt uns nichts. Aber wir scheinen. Schaut mal, wir haben zwei Forts vom Gegner. Die haben einen Kessel von uns. Ich glaube, die sind ein bisschen dumm. Scheint mir das nur, das sind die selten immer dumm. Nun gut. So, ich möchte gern einen. Ja, das ist auch ein sehr leichter. Sollen wir. Nein. Ich muss mal das ändern hier. So. Ich möchte gern einen Gargoyle haben. Einfach mal so zum Anschauen. Du machst nix. Ja, was soll ich denn einfangen? Ich weiß nicht. Es gibt nur Skelette und Hyänen. Ich hoffe, man kann das mit dem Spruch einfangen, Hyäne. Sonst muss ich die 8 drücken. Okay. 5 oder 8, gut. Ja, die sind jetzt blau. So. Weg da. Nicht angreifen. Gut. Ja, Mann. Weg. Ja, jetzt. Jetzt bringt's nichts mehr. Aber was ist das für schlecht, hey? Da haben sie einen guten Charakter und damit ihn so schlecht gemacht. Eine innovative. Alles andere, Beschwörer, also Hexenmeister, Jäger. Ding, nicht Jäger. Schütze, Barbar und Paladin ist eigentlich eine Klasse, die es in fast jedem Spiel gibt. Aber Jäger nicht so. Also Jäger ist so eine Mischung zwischen Beschwörer und Schütze. Aber trotzdem ein bisschen innovativ. Aber sie haben das komplett falsch und hässlich integriert in dieses Game. Und das ist schon ein bisschen schade. So, also das nächste Mal muss ich wissen, zuerst freilassen, dann ein neues. So, da ist er ja, die Hyäne von Maximus Drago. Gut. Dann möchte ich mal mich ein bisschen ausruhen. Wir haben hier eine Lederhose, plus Mana, gut, Blattpfeil, sehr schön. 40. 60, ja, schon besser. Wir müssen noch ein paar Hyänen killen dann. Schauen wir mal, TP, wo habt ihr's? Ah, das sieht man hier drauf nicht. Das ist gut. Das macht ihr sehr gut. Wohin müssen wir hier? Das ist das mit dem winziger Gargul, okay. Da hätten wir dann auch noch eins. Allahed-Portal wahrscheinlich. Ah, vielleicht gibt es hier auch Gargul oder so. Oder hier in Fell. Naja. So, also wir kämpfen noch kurz ein bisschen weiter. Der Part wird halt dieses Mal ein bisschen kürzer oder so. Weil ich zwei geteilt habe, weiß ich nicht ganz genau.
wie viel Zeit ich schon aufgenommen habe. Aber schau es mal, sonst gibt es auch wieder mal ein Part, der länger ist. Vielleicht sollte ich Doppelpfeil nochmals skillen. Na. Hyänen sind recht gut, weil sie schnell an. Also. Ich glaube, mehr Schaden pro Angriff machen, also. 63. Aber die. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das mache, dass die. Kreaturen. Die Gegner die Kreaturen angreifen. Aber ich denke einfach, ich habe einen zu guten Bogen und die Pets machen nicht so viel Damage an. Also. Ja, nicht so viel, dass sie, soll ich sagen, der Pull, glaube ich, nennt man es, haben, an sich ziehen. So. Noch 5, aha. Dann gehen wir mal kurz runter zu den Gargoyles. Bisschen abwässern. Da wären dann wieder. Das sind ausgewachsene. Ja, alles ausgewachsene. Ja, da müssen wir warten, bis die wieder spawnen. Nun gut. Greif an, ja. Mir ist er ein bisschen zu schwach, der Jäger, momentan noch. Ich hoffe, er wird später dann besser. Ja, ich sollte dem Gegner nicht zugewandt. Er ist mir nicht zugewandt. Er ist ein Feigling, komm. Raus aus deiner Höhle. Aus deinem kleinen Dinggarten da hinten. Ein Stachelpfeil für Stufe 14. Nehmen wir mal. Rüber. So machen wir die Quest, also die 8 hier noch. Die anderen brauchen wir eben ein paar Gegner noch. Von den Hyänen. Aber mein Leben und mein Mana geht langsam aus. Noch einen, gut. Hier bleibst du. Schön angewurzelt. Kommst nicht zu mir. Nein. Zu wenig Mana. So. Also. Die Hyänen jagen wir das nächste Mal. Ah ja, kurz könnten wir noch kurz zum Händler gehen. Ich habe da ein paar Sachen für ihn. Ja, das sind die gleichen Pfeile. Mit denen, die ich ausgerüstet habe. Blabfalze. Okay, dann nehme ich die natürlich. So. Pet, Panther. Gut. So, haben wir den Händler, der ist oben links. Beim Stallmeister. Haben wir hier ein paar Quests. Da rechts hätten wir noch eine Quest zum Abgeben. Gut. So. Sehr schön. Ja, aber, nun gut. Dann gehst du mal hier noch kurz, ja. Ja, dann gehen wir wieder zurück. Was ist denn los? So, Dele. Dann zu ihm. Von mir aus. Dann nach oben. Die Quest, die nie aufhört und wir irgendwo laufen müssen. Spenkdock. Okay. Aha. Jetzt ist aber fertig, komm.
Nein. Da vorne noch. Yay. Ist das dies mit dem Bogen? Der da, 13, 25. Ja, ist besser. Mittel. Mittel, ja. Und einen Blattpfeil haben wir noch bekommen. Der ist ja mega schwach. Hm. Also dann zum Händler. Da mal die Sachen rausholen. Da ist der Speckknack. Ja, die nehmen wir an. Bei ihr. Ja. Backnum. Accountlager. Backnum. Accountlager. So. Und zwar. Ja. Die zwei. Die anderen. Naja. Sind Langbögen und. Ah nein, Dual-Landbogen ist kein Langbogen. Die 10 tue ich dann beim Barbar rauslassen. So. Und was haben wir noch? Ein Duellistenpfeil. Nein, nicht Duellistenpfeil. Den Duellistenpfeil. Für Level 15, ja. Und ein Duellistenpfeil hat Anforderungen Level 12. Also gibt es zwei Exemplare, die nicht besser sind, aber ein anderes Level-Rack haben. So. Sollen wir das auch? Ja, verkaufen wir auch jetzt. Ist jetzt nicht so besonders gut. Zum für andere Spielen lagern. Können wir hier noch verkaufen? So. Ja. Bisschen viel zu tun jetzt gerade in Rechnung. Sonst ist es meistens ein bisschen gestreckt, dass man nicht alles miteinander machen muss, aber jetzt gerade eben so in richtigen Leveln hat man recht viel zu tun. Ah, da könnten wir eins noch reintun. Und zwar die 4 ins Lager. Die brauchen wir nur noch beim Barbaren. So, sehr schön. Kostet zweimal ein Tausiger. Aber, jo. Also, Dankeschön fürs Schauen dieses Bades. Ja, momentan macht Regnum wieder richtig viel Spaß. Ich hoffe, es bleibt so. Und eben, wenn ihr wollt, mitmachen. Mit dem Flup. Flup. Dann meldet ihr euch ruhig. Zum Beispiel bei Maximus Drago. Oder eben eher so beim Necromancer Drago. Da bin ich öfters on. Und sonst eben kurz eine PN schreiben bei YouTube. Das könnt ihr in meinem Kanal oben rechts bei Nachrichten, also über mich, glaube ich, und dann steht Nachrichten schicken und so weiter. Also, Dankeschön fürs Schauen. Tschüss.